willkommen in Nendershausen, in unserem schönen Dorf. Und das ist unsere Burg, die Tannenburg, und die werden wir uns jetzt mal näher anschauen. Es geht los um ungefähr 1400. Die ältesten schriftlichen Aufzeichnungen sagen, dass die Burg auf einem noch älteren befestigten Haus gebaut worden ist. Und der Ritter Ludwig von Baumbach hat die Burg quasi vom Landgrafen bekommen. Und ja, über die Zeit hin gab es Probleme, weil der Ritter Ludwig natürlich sehr viele Söhne hatte. Und es gab da natürlich Streitereien, wer die Burg bekommen sollte, wie alles aufgeteilt worden ist, weil alle diese Söhne haben auch mit ihren Familien hier gewohnt. So, und viel mehr kann ich Ihnen, wie gesagt, über die Geschichte nicht erzählen. Also heutzutage ist es so, dass die Burg dem Förderverein gehört. Und der Förderverein hat die Burg an die Betreibergesellschaft Allerlei GbR verpachtet. Und die Allerlei GbR ist quasi das treibende Element, was die Burg heute mit Leben füllt. Also das heißt, wir haben zwei Vereine, einmal einen reinen Förderverein und dann den Verein, der mittelalterliches Alltagsleben darstellt. Das heißt, wir organisieren keine großen Ritterturniere mit Pferden und Lanzen und Fahnen, sondern wir versuchen wirklich altes Handwerk darzustellen und den Gästen näher zu bringen und die Arbeiten, die halt auf so einer Burg jeden Tag verrichtet werden müssen. Denn eins ist sicher, diese Baustelle war eine nie endende Baustelle.